Bei uns geht es für allem darum, dass wir hauptsächlich Lebensmittel retten, das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, mehr, aber Lebensmittel eine zweite Chance geben, die eben unperfekt sind, wie du nun schon siehst, die nicht den Normen entsprechen. Das heißt, das sind Muten, die krumm sind, das sind Grumpen, die zu klein oder zu groß sind. Alles so, die wurden viel Gemüse von mir, wenn wir auch viel mit lokalen Produzenten hier arbeiten. Aber wir haben aber auch Lebensmittel wie Cremerie oder andere Produkte aus einer normalen Epicerie, die den Mindesthaltbarkeitsdatum geschwind erreichen oder auch schon überschritten haben. Weil auch das geht, auch die Ware kann ich verkaufen. Und unser Hintergrund war immer den, dass wir gesagt haben, wir müssen weisen, dass alle Lebensmittel nach einer Wahl erhöht. Und bei uns geht es wirklich hauptsächlich darum, das Lebensmittel Verschwendung zu reduzieren und dabei aber auch lokal Produzenten, Bauern, Kommerzen zu unterstützen, weil die auch alle gut versichern, natürlich Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, wir nicht immer die Mäuer haben, für das zu machen und wir unterstützen sie, soweit wir können. Das Problem liegt dabei, dass die Bauern keine Marge haben, für das zu verkaufen. Ja, also sie haben hier Grossisten oder sonst hier Klienten, sagen wir mal so, die auf ihrem eigenen Hof noch die Möglichkeit haben, für zu verkaufen, die können auch die Ware verkaufen, die nicht so perfekt sind, die nicht die richtig Größten haben, die nicht die richtige Form haben. Die anderen, die in Supermärkten oder Grossisten liefern, haben eben die Normen, die dafür geschrieben sind, anzuhalten. Und in dem Fall leiden dann Deals bei 30-40%, was muss auszuchtet gehen von der Rekolle. Wir sind natürlich saisonal, das heißt, im Winter haben wir mehr Gemüse wie im Sommer. Wir haben eine ganze Boutique gefüllt und eine Zwingboutique gefüllt mit den Wuren, die auszuchtet gehen. Und das ist schon schlimm aus sich. Ne? Und dann bin ich unperfekt hier.